Auch bei so einem Wetter wird bekanntlich sehr, sehr gut gegrillt oder sehr, sehr gerne gegrillt sogar. Schaut mal hier, was ich für euch habe. Das sind Livarrippchen und zwar im St. Louis Cut. Und wie die funktionieren und was wir dafür Zutaten brauchen, das zeige ich euch jetzt. Da haben wir das Brachstück. Das ist das Livarrippchen. Wiegt jetzt so hier am Stück 2,8 Kilo, das ist ein richtiges Stück, und wie gesagt im Louisiana Cut. Was wir als Rub brauchen, und zwar brauchen wir gleich 2 Teelöffel Salz, ich habe hier jetzt das Chili-Salz von Ankerkraut, 1 Teelöffel Pfeffer, die neuen Pfeffersymphonie, dann haben wir hier hinten 1 Esslöffel Braunzucker, das ist wieder dieser weiche, der melassenartige, dann 1 Esslöffel Paprika und 1 Teelöffel Ingwer. Und daraus machen wir dann jetzt den Rub. Für den Rub einfach die vorhin gezeigten losen Gewürze in eine Schale reinmachen. Dann, wie gesagt, 2 Teelöffel von dem Chili-Salz und 1 Teelöffel von dem Pfeffer. Und das vermischen wir jetzt und dann kommt es auf das Rippchen. Was dann jetzt halt logischerweise noch gemacht werden muss, ist dann hier halt die typische Silberhaut wieder zu entfernen. Hier unten drunter einfach dann mit einem Löffel hier unten runter rein am Knochen. Die Haut hier ein bisschen hochziehen mit dem Finger. Dann insofern nachziehen. Und dann nehmt ihr euch am besten Küchenpapier. Geht dann hier unter die Haut drunter und zieht das dann logischerweise so ab. Die Haut jetzt hier vom Livarschwein ist halt ein bisschen störrischer als das normale Schwein und das braucht dann halt ein bisschen mehr Übung. So wie man jetzt hier auch so richtig schön sehen kann, diese Fettmarmorierung, das ist eben halt der Vorteil von diesen Livarschweinen oder beziehungsweise diesen limburgischen Schwein. Die Fettmarmorierung an sich selbst ist halt, Fett ist halt ein Geschmacksträger und das ist hier in dem Fall halt sehr, sehr gut. Was mir sehr gut gefällt ist, und zwar, dass das Schwein halt sehr frei im Kloster rumscharren darf. Das heißt, es darf halt wirklich nur Freiluft genießen und die spezielle Züchtung macht das auch aus. Den Rub jetzt einfach hier in so einer GRN-Schale drüber verteilen. Und das machen wir dann jetzt von allen Seiten. Und zwar, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde bevor es gesmoked wird. Und gesmoked wird diesmal nicht ganz nur traditionell auf dem Smoker oder im Holzkohlegrill, sondern auf dem Gasgrill. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Kommen wir dann jetzt zum Smoken. Das Smoke wird, wie vorhin schon gesagt, auf dem Gasgrill. Und zwar habe ich jetzt hier den Weber Spirit laufen. Den habe ich jetzt schon mal so eingeregelt, dass er sich schön langsam auf Temperatur bringt. Und zwar smoken tun wir mit den Smoking Chips von Smokewood. Whisky ist das in dem Fall. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie das denn sonst noch so funktionieren kann. Es gibt viele Taktiken mit Alufolie, einen kleinen Beutel machen und. Das braucht ihr alles gar nicht, denn es gibt so eine Smoking Tube, die gibt es bei Smokewood zu kaufen. Die füllen wir gleich komplett mit den Chips, die ich gerade gezeigt habe. Komplett und dann legen wir die gleich zwischen den Blechen, bei den Abtropfblechen von der Gasflamme, legen wir dazwischen, aber das zeige ich euch dann gleich im Detail. Ich habe dazu jetzt hier oben ein Loch aufgemacht und da fülle ich jetzt die ganzen Chips rein. Jetzt zeige ich euch das mal so. Am besten halt so grob verteilen, bis dann eben halt wirklich alles drin ist. Wie gesagt, das fülle ich jetzt halt so lange auf, bis die Chips bis hier oben drin sind. Ihr fragt euch sicherlich, ob man die wässern muss. In dem Fall braucht man die nicht wässern. Das reicht vollkommen aus, dass man die jetzt so trocken hier rein macht. Und das Aroma, das was jetzt da schon rauskommt, das ist der Smoking Tube, ist natürlich sehr, sehr genial. Sofern ihr die Tube voll gemacht habt, sollte es laut Angaben für die nächsten 6 Stunden an Rauch halt wirklich reichen. Und wie wir die platzieren und wo die platziert wird, das zeige ich euch dann gleich. Ihr seht es sicherlich schon, ich habe den Grill jetzt soweit aufgemacht, das Rost ist beiseite gelegt und das hat folgenden Grund. Und zwar lege ich die befüllte Smoking Tube jetzt genau hier zwischen diesen 2 Blechen rein und mit den Löchern nach oben. Und dann kann es halt richtig schön räuchern gleich. Und wenn das jetzt soweit eingeriegelt ist, auch von der Temperatur, können wir das Rippchen gleich drauflegen. Aber dazu gleich mehr. Der Grill ist jetzt soweit eingeriegelt. Es riecht jetzt auch schon hervorragend. Was wir jetzt machen, und zwar das kleine Rippchen an sich hier in den indirekten Bereich reinlegen. Sofern das passt. Ein bisschen quer. Und da bleibt das jetzt erstmal für die nächsten 3 Stunden im Rauch. Eine Soße brauchen wir. Bestehend aus 2 Teelöffeln Salz, 6 Teelöffeln Ketchup,
Dann habe ich hier eine Hot Sauce, da denke ich mir mal, brauchen wir einen Esslöffel von. Dann habe ich hier Rinderbrühe, das sind ungefähr 110 Milliliter. Und dann habe ich jetzt hier ein Gelee, und zwar ist das hier ein Pfeffer Jalapeno Gelee. Bei der Hot Sauce, müssen wir mal gucken, wie scharf das ist. Und dann habe ich hier vorne halt noch circa 3 Esslöffel an Ahornsirup. Für die Soße müssen wir logischerweise am Anfang erstmal die Rinderbrühe in den Topf eingießen. Und die lassen wir jetzt so für, ich sag jetzt mal, 10 Minuten einreduzieren, sodass das richtig schön am Köcheln ist. Und dann geht's weiter. Die 10 Minuten sind jetzt rum. Was wir jetzt machen, und zwar einen schönen gehäuften Teelöffel von dem Chilisalz hier reinmachen. Dann gießen wir den Ahornsirup drauf. Machen jetzt, wie gesagt, ich denke mir mal, einen Esslöffel von der Hot Sauce rein. Und dann kommt jetzt halt ein guter Esslöffel von dem Gelee rein. Wo man die beiden Sorten bekommt, blende ich euch dann in der Linkbeschreibung oder in der Videobeschreibung rein. Jetzt den Ketchup reinmachen. Und dann das Ganze mit dem Schneebesen gut durchrühren. Und ich denke mir mal, für die nächsten 2-3 Minuten nochmal schön aufkochen lassen. Und dann schauen wir uns gleich die Konsistenz an. Und damit wäre die Soße fertig. Die 5 Minuten sind rum. Das reicht jetzt für mich auch. Und damit bepinseln wir dann gleich das Livarippchen. Die ersten 3 Stunden sind rum. Es hat auch in der Zeit richtig schön ordentlich gequalmt. Und da haben wir das kleine Rippchen. Das nehme ich jetzt runter und dann packen wir das in Alufolie ein. Bevor das jetzt wieder auf den Grill kommt, kommt ja die typische Dampfphase. Dazu nehmen wir ein bisschen von der Soße, die wir vorhin gekocht haben. Und zwar verteilen wir das dann hier oben grob drauf. Und was ihr dann auch noch braucht, ist dann ein bisschen Butter. Das sollte dann auch schon von der Soße her reichen. Da habe ich jetzt hier so ein paar Butterflocken schon mal vorbereitet. Kleine Butterflöckchen, 4 Stück an der Zahl. Die verteilen wir jetzt hier oben drauf und dann verschließen wir das. Und dann kommt das nochmal bei 150 Grad für 2 weitere Stunden in den Gaskocher. Die 2 Stunden sind jetzt rum. Machen wir jetzt mal auf. Und ich kann euch sagen, der Duft, der hier herrscht, der ist natürlich hervorragend. Und schaut mal da an der Seite, da sieht man dann auch schon die Knochen. Und das kommt jetzt nochmal für eine weitere Stunde mit der Soße, die wir vorhin gekocht haben, nochmal auf den Grill. Sind leider des Lichtes zum Opfer gefallen. Was ich jetzt mache, und zwar in der nächsten Stunde für ungefähr alle 2 beziehungsweise alle 10 Minuten hier mit der Soße, die wir vorhin gekocht haben, einpinseln und dann sind wir fertig. Und wenn das Rippchen dann fertig ist, zeige ich euch das dann drin. Zeit ist vorbei und auch alles ordentlich eingepinselt. Hier jetzt mal eine Aufnahme und das war's. Das Livar-Rippchen im St. Louis Cut. Das war's, das Bear Rib vom Livar-Schwein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr da oder da unten. Für weitere Tipps und Tricks oder weitere Rezepte schaut auf tobias.grill.de nach.